Letzte Woche gab es zwei Beiträge am selben Tag zum Thema Banken kündigen Konten von Kunden, weil etwas nicht so läuft, wie Banken es sich vorstellen. Der eine Beitrag handelte darum, dass eben, ja, wenn du dir eben etwas auszahlen lässt von Kryptobrokern, Kryptobörsen, dann sind manche Banken ganz einfach nicht begeistert von dem, was du da machst. Und auf der anderen Seite, über das eben hier berichtet wurde, ist, dass die BAWAG trennt sich ebenfalls von Kontokunden. Und dieser Beitrag hat dann eben thematisiert, dass sich eine Bank ganz einfach auch aussuchen kann, mit welchen Kunden sie eben Geschäfte führt. Und kostenlose Konten sind ganz einfach nicht mehr der Erfolgstreiber für Banken. Und die Zeit ist mittlerweile gekommen, dass eben die eine oder andere Bank eben hier bei den Kosten nachschärft. Und ja, das kostenlose Konto stirbt eben aus. Und beide Beiträge haben eben zur Folge, wir Kunden müssen wirklich ein bisschen aufpassen, was wir denn so machen. Und ich möchte diese beiden Beiträge in diesem Beitrag, Videobeitrag eben thematisieren und möchte ganz einfach meine Erfahrungen teilen, beziehungsweise auch fragen, was habt denn ihr für Erfahrungen? Ihre Erfahrungen, wenn ihr eben von einer Kryptobörse eine Überweisung auf ein österreichisches Konto tätigt, beziehungsweise seid ihr schon einmal von einer Bank gekündigt worden? Wenn ja, warum? Also, zusehen, wenn dich dieses Thema interessiert, ich freue mich darauf, mit euch hier bei diesem Video zu diskutieren. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Andreas Greiner vom broker-test.at, dem österreichischen Broker-Tester und Vergleicher. In diesem Video geht es dieses Mal nicht um Wertpapiere, nicht um Aktien, nicht um ETFs, aber es geht wieder ein bisschen um die Welt der Kryptos, insbesondere weil es ja darum geht, irgendwann verkauft man vielleicht die Kryptos und dann heißt es eben weg mit dem Geld vom Krypto-Broker, vom Krypto-Dienstleister, weil du dort ja auch keine Einlagensicherung hast. Ja, du wirst es eh bewusst, wenn du dort Cash liegen hast auf deinem Fiat-Wallet, das ist nicht in der Einlagensicherung drinnen. Ja, und wenn du dieses Geld eben überweist, dann könnte es eben passieren, dass deine Hausbank dann auf einmal Spompanalen macht. Und wenn deine Bank Spompanalen macht, dann könnte das eben auch zur Folge haben, dass dein Konto gekündigt wird. Aber auch andere Gründe könnten dafür sprechen, dass eben dein Konto gekündigt wird, wenn du zum Beispiel ein Gratiskonto hast. Die BAWAG zum Beispiel mit ihrer Direktbankenmarke EasyBank hat im September oder Oktober 2021 einige Kunden gekündigt. Und bei der BAWAG kommt es immer wieder vor, dass sie ganz einfach so einen kleinen Schub hernehmen und sich eben sagen, nein, wir wollen ganz einfach unsere Erträge steigern. Und diejenigen, die eben kostenlose Konten haben oder eben teure Konten von früher, ja, denen probieren wir eben da ein bisschen zu fein zu tunen, damit die eben auf ein teures Konto umsteigen, beziehungsweise eben im gegebenen Fall dann eben auch die Bank verlassen. Das ist aber nicht nur eine Sache von der BAWAG, sondern das ist ja auch bei der ING vorgekommen oder auch vor wenigen Monaten ist es auch bei der Dadat Bank vorgekommen, dass das kostenlose Konto eben nicht mehr weitergeführt wird und jetzt die Dadat Bank, glaube ich, 3,50 Euro eben pro Monat verlangt. Generell wird die Anzahl der kostenlosen Konten in Österreich weniger und wir können uns eben darauf einstellen, dass eben sich hier so einiges tut. Jetzt aber zurück zu dem Thema Überweisung von einem Kryptodienstleister auf deine Hausbank. In diesem Beitrag ist es eben darum gegangen, dass manche eben darüber berichten, dass die Bank so gar nicht erfreut ist, wenn da eben von einem Kryptobroker eben eine Überweisung reinkommt. Und ich kann das aus meiner eigenen Erfahrung ebenfalls teilen. Eine mittlere regionale Bank, ich habe eben von Bitpanda ein österreichisches Unternehmen, wo du dich eben identifizieren musst, wo du eben auch sagen musst, woher kommt denn dein Geld, ist es einer Sparte und so weiter. Und ich habe da eben eine Überweisung gehabt, ich glaube, das war so in der Höhe von 300 bis 400 Euro, also wir sprechen da jetzt wirklich von einem niedrigen Betrag. Mein Berater, mein Betreuer von dem Bankkonto hat mir dann ganz einfach in einem Gespräch eben mitgeteilt, wir wollen das eigentlich nicht und wenn das irgendwie möglich ist, bitte überweisen Sie das eben nicht mehr auf dieses Konto bei uns, bei dieser Bank. Also das war ganz einfach eine klare Aussage, da ist es jetzt nicht so sehr um, weil das eben irgend so ein hoher Betrag war oder dass ich jetzt eben nachweisen muss, woher denn dieses
Geldmittel kommt, sondern das war einfach eine allgemeine Aussage von ihm. Wir möchten ganz einfach nicht da irgendwie so mit Krypto brokern. Warum? Das ist jetzt meine Vermutung. Naja, weil das ganz einfach einen Rattenschwanz nach sich zieht, und in diesem Beitrag hat es eben auch, in diesem Beitrag auf der Standard.at hat es eben auch eine Aussage von der Finanzmarktaufsicht, von der FMA gegeben, wo die ganz einfach sagen, naja, die Banken müssen ganz einfach prüfen, und wenn es eben um Kryptos geht, dann stehen die ganz einfach eben auf einer Liste. Wenn es eben um Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung geht, dann ist es ganz einfach ein hervorragendes Mittel dazu. Und Banken müssen dann ganz einfach prüfen, woher denn das Geld kommt. So, wenn ich jetzt da eine Überweisung reinbekomme und die Bank eben schaut sich das eben genau an, dann müssen die prüfen, und jede Prüfung ist natürlich Zeit, und Zeit ist natürlich Geld. Und die regulatorischen Vorschriften und so weiter der letzten Jahre haben in den Banken sowas von zugenommen, und dieser Verwaltungsapparat, der eben sich hier aufgebläht hat, das ist ja nichts, was sich die Bank ausgesucht oder aussucht. Das sind natürlich Kosten, und die Banken müssen wirtschaften. Das sind keine Non-Profit-Organisationen. Ja, und jetzt ist die Bank natürlich in einem Dilemma. So, wollen wir den Kunden halten, und auf der anderen Seite, wir müssen das natürlich dementsprechend abbilden, wir müssen das natürlich prüfen. Und jetzt sagt natürlich eine mittlere regionale Bank, bitte, Herr Kreiner, wann das irgendwie geht, bitte nicht. Ansonsten müssen wir uns natürlich Gedanken darüber machen, wenn Sie jetzt nicht der sehr gute Kunde sind, wo wir das irgendwie anders wahrscheinlich, das ist jetzt meine Vermutung, wo wir das eben nicht irgendwie anders reinspielen, ja, dann müssen wir uns lieber von Ihnen trennen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich die Dinge wie Coinfinity, Bitpanda, das sind österreichische Unternehmen, die sind natürlich auch von der Finanzmarktaufsicht geprüft, die müssen natürlich auch den Kunden kennen, Know Your Customer, Prinzip. Die müssen natürlich auch nachfragen, woher kommt denn dieses Geld? Passt diese Überweisung auch zu deinem Einkommensverhältnis? Also die sind ja auch nicht aus dem wilden Westen, und die halten sich an die Gesetze. Von dem gehe ich einmal aus, weil sonst würde die Finanzmarktaufsicht denen eben die Rute ins Fenster stellen und würde sagen, hey, ihr dürft das oder jenes eben nicht machen. Bis hin eben zum Geschäftseinstellung. Da hat es eben auch von der Finanzmarktaufsicht auf der Seite auf den Pressemitteilungen bzw. von den Veröffentlichungen hat es eben vor kurzem zwei Beiträge gegeben, wo eben Anbieter von Bitcoin-Automaten bzw. Krypto-Automaten eben, ja, denen ist die Lizenz weggenommen worden. Also die Finanzmarktaufsicht schaut schon sehr genau hin, und ich gehe davon aus, wenn Bitpanda oder Coinfinity zum Beispiel die Lizenz noch haben, dass die eben genauso arbeiten, wie sich eine Finanzmarktaufsicht vorstellt. Und für mich als Normalsterblicher wäre das eben so ganz logisch, wenn jetzt eine Überweisung von einer Bitpanda oder Coinfinity auf ein österreichisches Konto geht, Österreich, die nehmen eben alle die Geldwäsche und all die Bestimmungen, die eben hier mit reinspielen, nehmen die dementsprechend ernst, dass das eben dann durchgeht. Hingegen, wenn jetzt die Überweisung von irgendeinem ausländischen Anbieter, ich möchte das jetzt nicht despektierlich sagen, aber Crypto.com oder Binance und Co., die sind natürlich ein bisschen anders aufgestellt wie eben ein österreichischer Anbieter, die eben in der EU mit gewissen Regulatoriken zu kämpfen hat und eben die dementsprechend zu erfüllen hat. Aber Binance, Crypto.com oder FTX, die sind natürlich ein bisschen anders aufgestellt, und da würde ich eben eine österreichische Bank sehr gut verstehen, dass die eben dann sagen, da schauen wir eben genauer hin. Was eben in diesem Beitrag so vorgekommen ist, dass eben auch ja eine, da ist eine erste Bank erwähnt worden, dann ist Raiffeisen als Sektor erwähnt worden, wobei man auch hier wieder unterscheiden muss. Raiffeisen ist ja nicht ein Sektor, aber Raiffeisen, da gibt es eben zig verschiedene Raiffeisenbanken, und die sind eben alle eigenständig. Da wird auch jede Raiffeisenbank ein bisschen anders agieren, beziehungsweise ein bisschen genauer hinschauen. Wenn man sich dann eben die Kommentare darunter durchgelesen hat, dann hat man aber auch sehr gut gelesen, dass eben zum Beispiel eine erste Bank ist nicht gleich erste Bank und eine Raiffeisen ist nicht gleich Raiffeisen. Also da gibt es Kunden, die sagen, bisher noch keine Probleme gehabt, und da gibt es wieder andere, die sagen, na, ich habe sehr wohl Probleme gehabt. Was empfehlenswert ist, ist eine gute Dokumentation. Und wenn du eben eine Überweisung zu einer österreichischen Bank hast, dass du eben diese Überweisung vorab ankündigst. Also sei proaktiv, geh auf diese Banken zu. Ich kenne das
auch von mir, wenn eben eine höhere Überweisung kommt oder wenn irgendetwas Besonderes zu erwarten ist, gehe ganz einfach auf die Bank zu und sage, schau lieber Berater, schau liebe Bank, da kommt jetzt in nächster Zeit von dem oder von der kommt eben ein Betrag, das ist eben aus diesem Geschäft, zum Beispiel hast du eine Wohnung verkauft oder hast du eine Erbschaft erhalten oder überweist dir eben von einem Kryptoanbieter etwas. Das musst du eben unbedingt machen, also nicht unbedingt machen, aber ich empfehle es dir, weil dann kann eben die Bank eben darauf reagieren, schon vorab reagieren, beziehungsweise sind die dann eben nicht überrascht, wenn da auf einmal etwas reinkommt. Der Berater bzw. die Beraterin ist natürlich dann auch immer wieder gefordert, die bekommt eben eine Liste bzw. wird dann von der Compliance-Abteilung angerufen, du schau dir da an, da gibt es eben bei deinem Kunden gibt es eben etwas Auffälliges und wenn der dann eben oder wenn die dann eben sagt, ja ich weiß, der hat mich eh im Vorfeld darüber informiert, dieser Kunde, dann ist es natürlich eben extrem leimend und die Betreuer bzw. die Bank tut sich da eben durchaus einfach. Das Beste wäre für uns Kunden, wenn das Ganze viel mehr reguliert werden würde. Würde die Banken das Ganze erleichtern, würde die Kryptodienstleister alles erleichtern und auch die Finanzmarktaufsicht und alles, was eben so dran noch hängt. Denn mehr Regulatorik, mehr Regeln bedeutet ein engeres Korsett und die Bank kann sich dann ganz einfach verlassen, okay, wenn das eben von einem Anbieter wie zum Beispiel einem Bitpanda kommt, einem österreichischen Anbieter, dann ist das eben zum Beispiel schon mit der KEST versteuert, dann kann ich, weiß ich eben, dass das eben alles super gelaufen ist und ich muss mir eben keine Gedanken mehr machen, ob ich da jetzt eben irgendwie mit Geldwäsche-Verdachtsmeldung arbeiten muss oder. Das heißt, wir hätten das dann eben wirklich erledigt. Auf der Standard.at war dann noch ein indirektes Zitat von einem Sprecher der Finanzmarktaufsicht, wo es eben auch darum, ob ich sozusagen, muss jetzt die Bank das eben annehmen? Und da heißt es eben, nur weil der Finanzminister zum Schluss komme, dass Kryptowährungen eine gute Sache seien, heißt das noch lange nicht, dass Banken ihren Sorgfaltspflichten in puncto Bekämpfung von Geldwäsche nicht mehr nachkommen müssen, heißt es aus dem Umfeld der FMA. Also das ist schon sehr zugespitzt. Ein Sprecher teilt dem Standard zudem mit, dass keine Bank verpflichtet werden könne, Geschäftsbeziehungen mit einem Kunden zu unterhalten. Auch auf die Durchführung bzw. dem Empfang von Transaktionen gäbe es keinen Rechtsanspruch, wenn die Bank nicht sicher sei, ob die Gelder sauber seien. Kryptoassets sind immer noch weitgehend unreguliert. Die FMA folgt europäischen und nationalen Gesetzen. Solange sich die Gesetze nicht ändern, kann auch die FMA ihre Herangehensweise nicht ändern, teilt die FMA mit. Da wäre meine, hey, nutzt doch diese Chance. Also der Kryptobereich, das ist ganz einfach speziell für die Jungen, ich Mittelalter bzw. die noch Älteren, die sind eh nicht so heiß auf das Thema Kryptoassets, aber speziell so die 20 plus bis 35 schätze ich einmal, für die ist das Thema Kryptoassets total heiß und anscheinend sind Kryptoassets gekommen, um zu bleiben. Da heißt es jetzt eben so, findet man einen gesetzlichen Rahmen. Das Finanzministerium mit der ökosozialen Steuerreform hat ja da eben schon einen Rahmen geschaffen, beziehungsweise schafft da gerade einen Rahmen bei der Besteuerung. Jetzt probieren wir doch mit der EU beziehungsweise hier national, dass eben auch die Kryptoassets allgemein eben einen tollen Rahmen bekommen. In Deutschland beziehungsweise auch in Österreich tun wir doch so einiges dafür, dass eben da es tolle Leitplanken gibt und dass das Ganze eben ordentlich abgewickelt wird. Ich bin bei euch, liebe FMA, wenn es da so einfach schwindliche Anbieter gibt, wie warum sage ich schwindlig? Ja? Wenn es da eben Anbieter aus Übersee gibt, wie sie auch alle heißen mögen, das verstehe ich ja alles. Aber in Deutschland, Coinbase hat sich niedergelassen, ist von der BaFin registriert, Co-Index oder in Österreich Companion oder ein Bitpanda oder Confinity, das ist für mich eine tolle Sache und da sollten wir doch schauen, dass das eben tadellos läuft.
Springen wir jetzt zum zweiten Beitrag. Im zweiten Beitrag ist es eben um die BAWAG gegangen. Die BAWAG ist ja eine börsennotierte Bank und die scheuen ganz einfach auch nicht den Konflikt. Die sind wirklich, ja, die sind erpicht auf die Zahlen und die Peil, die haben eine Cost-Income-Ratio von deutlich unter 50, die sind eher bei 40 und die sagen, ja, die 40%, die wollen wir auch dementsprechend erreichen. Und wenn du dir den Aktienkurs von der BAWAG ansiehst, dann ist das ganz einfach echt extrem super. Als Kunde hingegen ist das Ganze vielleicht nicht so super, weil du hast vielleicht noch ein kostengünstiges, also sogar kostenloses Konto aus der Vergangenheit. Und da zeigt sich ganz einfach, dass die BAWAG eben den Konflikt nicht scheut und auch Kontoverbindungen kündigt. Das ist vorgekommen und kommt auch jetzt wieder vor. Im Sinne der Maximierung der Erträge, Beförderung des Börsenkurses und so weiter, verstehe ich ja die BAWAG. Als Kunde sage ich natürlich, ah, das taugt mir gar nicht, wenn eben mein Konto bei der BAWAG gekündigt werden würde. Jetzt hat es eben einen eigenen Beitrag dazu auf der standard.at gegeben, wo eben dieses Thema thematisiert wird. Herr Christian Brandner von der Arbeiterkammer ist ebenfalls zitiert worden bzw. genannt worden. Er sagt eben dazu, rechtlich ist das auch korrekt, moralisch zuweilen mindestens zweifelhaft. Trifft das auch natürlich langjährige Kundinnen und Kunden? Ja, natürlich aus der Sicht der Arbeiterkammer, die eben auf der Seite der Kundinnen und Kunden steht, ist das auch vollkommen legitim. Auf der anderen Seite eben, wie er eben auch selbst sagt, rechtlich korrekt, es kann jede Bank eben die Kontoverbindung kündigen, ist auch unser gutes Recht als Kunde, dass wir eben auch sagen, liebe Bank, wir haben von dir genug und ich möchte eben die Kontoverbindung kündigen. Wir sind es nur ganz einfach nicht gewohnt und glauben eben, wir haben ein Recht auf ein kostengünstiges oder kostenloses Girokonto. Nein, das haben wir nicht. Die Bank kann natürlich das Konto kündigen, ist natürlich immer, weil das natürlich einen Rattenschwanz nach sich zieht, wenn du dann eben alle Referenzkonten und so weiter abändern musst. Ja, ich verstehe dich, ich verstehe auch mich und ich wäre auch ordentlich angefressen, wenn mein Standardkonto eben gekündigt werden würde. Gleichzeitig stellen wir uns aber darauf ein, dass kostenlose Kontoverbindungen bzw. kostengünstige Konten in der nächsten Zeit erhöht werden bzw. abgeschafft werden. Ja, in Deutschland gibt es natürlich noch immer kostenlose Konten. In Österreich fällt mir eben hier jetzt noch eine Bank direkt und eine Nadebank. Wenn du da ein Gehaltskonto hast, Mindesteingang von 1.000 bei der Nadebank und 1.500 bei der Bank direkt. Dann, wenn du Konto und Depot hast, dann ist es eben noch bei der Dadat Bank bzw. bei der Hello Bank möglich. Da brauchst du aber ja bei der Dadat auch einen Gehaltseingang oder ein Depot über 10.000 Euro oder einen aktiven Sparplan. Und bei der Hello Bank, da wissen wir natürlich nicht, was da jetzt eben kommt mit der Zusammenführung mit der Easy Bank, nachdem die BAWAG-Gruppe das Ganze übernommen hat. Ja, Fragezeichen. Bei der ING oder ehemaligen ING, da gibt es ja unter Bank 99 auch noch immer kostenloses Konto. Aber da würde ich sagen, keine Ahnung, was das jetzt eben wird mit der Bank 99. Die führen ja alles aktuell noch in Kraut und Rüben. Von der Bank 99 bis hin was von der ING, keine Ahnung, wie es dort eben dementsprechend weitergehen wird. Mein Fazit zum Schluss, liebe Leute, Kontokündigungen sind an der Tagesordnung, kann immer wieder passieren. Aufpassen müsst ihr, wenn ihr größere Eingänge habt von irgendwelchen, ja. Was ist denn mein Fazit? Liebe Leute, passt doch auf eure Konten. Passt doch auf, was denn bei euch so reinkommt. Wenn größere Überweisungen anstehen, geht proaktiv auf die Bank zu, sagt ganz einfach, was erwartet ihr denn, welchen Betrag erwartet ihr. Weist es auch nach, wenn das eben aus welchen Geschäften, wenn das ein Wohnungsverkauf ist, wenn das eine Erbschaft ist oder eine Schenkung, wenn das eben von einem Kryptobroker realisiert worden ist. Geht offensiv auf die Bank zu, das ist nicht euer Feind, ihr müsst das nachweisen, wenn die Bank eben dann später auf euch zukommt und es seid lieber in einer proaktiven Haltung, lean forward, nicht zurück, weil ja, in der Rue de la Gax seid ihr sehr schnell abgebogen und die Bank tut euch ja das nicht zu Fleiß, sondern die haben ganz einfach die Rechtsvorschriften, die müssen das ganz genau prüfen und wenn die das nicht ganz genau prüfen, dann ist irgendwann die Lizenz weg und das will natürlich keine Bank. Drum eben diese Prüfungen, drum eben diese Nachfragen und bei den Nachfragen, die sind teilweise eben auch sehr forsch, so, jetzt sagen Sie mal, Mama, lasst euch da jetzt nicht einschüchtern bzw. schrecken, das ist, die machen ganz einfach nur ihren Job. Natürlich ist es aus der Sicht des Gesetzgebers wäre es gut und nötig,
das Thema Krypto-Assets ein bisschen zu enttabuisieren. Heißt aber auch, dass die Krypto-Dienstleister eben auch einen ordentlichen Job machen müssen. Und da kann man natürlich unterteilen in, sind das jetzt österreichische Kryptodienstleister und oder Kryptodienstleister aus dem Ausland, wobei ich auch davon ausgehe, dass eben ein Kryptodienstleister aus Deutschland ebenfalls anders vorgeht. Wenn ich da jetzt an die Bison-App denke, das ist ein Tochterunternehmen der Börse Stuttgart. Es ist jetzt natürlich große Vorschusslorbeeren, die sind ja nicht auf der Nudelsuppe dahergeschwommen, sondern die haben einen irrsinnigen Ruf auch zu verlieren. Und die sind eben auch bei der BaFin registriert und so weiter. Die, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Geht proaktiv auf die Bank zu, wenn ihr größere Überweisungen tätigt. Es gibt kryptofreundlichere Banken, es gibt kryptounfreundlichere Banken. Heißt eben, manche sagen von Haus aus, wir wollen das nicht. Mich freut es natürlich, wenn ihr unten in den Kommentaren reinschreibt, welche Erfahrungen ihr denn habt. Habt ihr eben eine kryptofreundliche Bank, damit sich auch andere eben da ein bisschen orientieren können, beziehungsweise vielleicht auch kryptounfreundlichere Banken. Und das zweite Thema war eben, ja, Banken lösen sich auch von Kunden, weil es eben darum geht, dass eben, ja, sie müssen auch ordentlich wirtschaften. Ordentlich wirtschaften heißt eben Kontoverbindungen, die nicht ertragreich sind oder nicht mehr ertragreich sind, dass da eben auch die Bank ein Kündigungsrecht hat, wie auch wir Kunden und Kundinnen eben ein Kündigungsrecht haben. Und im Fall der BAWAG war eben auch hier ein Artikel auf der Standard, wo die ganz einfach hin und wieder eben auch Kontoverbindungen kündigen. Das kennen wir aber auch von anderen Banken. Gleichzeitig hier mein Hinweis, habt nicht nur eine Bankverbindung, sondern mehrere Bankverbindungen. Auf meiner Website gratis-konto.at biete ich euch eben auch eine Übersicht über verschiedene kostengünstige oder kostenlose Bankverbindungen. Und ich freue mich natürlich auch darauf, wenn ihr diese Webseite auch einmal besucht. Unten in der Videobeschreibung findet ihr natürlich einen Link zum Standardartikel, einen Link zu Gratiskonto und. Und natürlich zum Instagram-Profil, Facebook-Profil und so weiter. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Bis bald und auf Wiedersehen. Euer Andreas von broker-test.at. Ciao.